Gestern haben wir das Pfingstfest der Jüdinnen und Juden gefeiert, der Apostelinnen und Apostel Maria. Heute feiern wir das Pfingstfest, zumindest gemäß dieser Lesung, der Heidinnen und Heiden. Und die Lesung ist heute gestückelt und darum möchte ich kurz hinführen zu dem, was wir heute hören. Wir haben es ja auch im Verlauf der Osterzeit gehört, dass Petrus, der geprägt war von rein und unrein, unreine Tiere, unreine Menschen, Jüdinnen und Juden dürfen nicht in Häuser von Heidinnen und Heiden gehen, mit unreinen Dingen in Berührung kommen. Er hat eine Vision, in der er von Gott hört, dass was von Gott für rein erklärt ist, nicht unrein sein kann. Und so macht er sich auf den Weg zu Cornelius, der ihn holt, ein gottesfürchtiger und gerechter Mensch, der ja auch in einer Vision sieht, dass er Paulus, nein, Petrus holen soll, nicht Paulus, Petrus. Und dieser Cornelius hat Verwandte und nahe Freunde eingeladen, mit ihm zu hören, was Petrus zu sagen hat. Und in diese Situation kommen wir heute, auch nachher ist noch gestückelt, aber einfach um zu wissen, wo wir starten. Und der letzte Satz vor der heutigen Lesung heißt dann, Cornelius spricht, jetzt sind wir alle hier vor Gott zugegen, um all das anzuhören, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Lesung aus der Apostelgeschichte. Da begann Petrus zu reden und sagte, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israelitinnen und Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Prophetinnen und Propheten, dass jeder Mensch, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte, kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Ja, sie sind alle hier vor Gott zugegen, um all das anzuhören, was Petrus vom Herrn aufgetragen worden ist. Und ich habe dann nachgelesen, was ist Petrus vom Herrn aufgetragen worden und habe seine Vision und die Gespräche, die danach gewesen sind, gelesen. Es gibt keinen Auftrag, nicht hier. Und dann haben wir gedacht, dann muss es einfach der ursprüngliche Auftrag sein, das Evangelium zu verkünden, die Kranken zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuerwecken und die Menschen, die zu Christus finden, zu taufen. Und so verkündet er. Und wir hören nicht alles, was er verkündet heute, weil es eben gestückelt ist. Ich glaube, wir hören auch, wenn alles gelesen wird, nicht alles, was er gesagt hat. Aber diese Empfänglichkeit von Cornelius und seiner Familie und seinen Freundinnen und Freunden ist so groß, dass sie ihm hören auf dieses Evangelium Jesu Christi den Heiligen Geist empfangen. So wie wir gestern gehört haben von den Apostelinnen und Aposteln und von Maria. Und ich finde es spannend, weil die mit Petrus mitgekommen sind fassungslos. Fassungslos, dass Menschen, die für sie bis dahin für unrein also sie wussten, die sind unrein, das war gar nicht eine Diskussion, dass die ebenso den Heiligen Geist empfangen können. Und Petrus, ja, geht dann den Schritt weiter und sagt, ja, dann gibt es auch die Taufe für sie.
Und was auch schön ist, oder was manchmal ist überschrieben, die Bekehrung des Cornelius. Und mir ist so gekommen, es ist nicht nur die Bekehrung des Cornelius, sondern auch die Bekehrung des Petrus und die Bekehrung der Menschen, die mit ihm kommen, der Jüdinnen und Juden, die mit ihm kommen. Denn alle sind bereit, vor Gott da zu sein. Alle sind bereit zu hören und zu tun, was sie verstehen. Alle sind bereit, unbekannte Wege zu verlassen, altbekannte Wege zu verlassen, unbekannte Wege zu gehen. Und auch wenn hier steht, dass die Cornelius und die Menschen, die mit ihm sind, Gott loben, ich bin mir sicher, dass die anderen mit eingestimmt haben. Und sie halten auch die Zungenrede nicht für blöd oder halten sie auch nicht zurück, die hier als ein Zeichen gewertet wird, dass der Heilige Geist über sie ausgegossen ist. Und danach heißt es dann noch, als dann Petrus das gesprochen hat über die Taufe, danach baten sie ihn, Petrus, einige Tage zu bleiben. Ich glaube, sie haben noch immer Durst, sie wollen noch mehr hören, als was sie gehört haben. Aber alles beginnt damit, dass sie alle da sind vor Gott und hören. Ich habe mir dann gedacht, das Leben ist eigentlich total einfach. Wir brauchen nur da sein vor Gott, hören und dann tun, was wir hören. Und so lade ich uns ein, dass wir das heute und unser ganzes Leben lang tun.